In diesem Video möchte ich auf zwei kleine, aber nützliche Helfer beim Einfügen von Elementen hinweisen. Ich wähle Hinzufügen, Stab, rechteckig. Ich definiere diesen in der Ansicht, wähle die Dimension, eine Farbe und als Namen wähle ich Sparren. Und sehe nun unten in der Kommentarzeile die zwei Funktionen F für Horizontalabschnitt, G für Vertikalabschnitt. Bevor ich den Startpunkt des Stabes anklicke, wähle ich nun G für Vertikalabschnitt und oben erneut G für Vertikalabschnitt. Mit dem Mauser kann ich positionieren und erhalte so gleich die Abschnitte des Stabes. Das Ganze kann ich auch für Horizontalschnitte anwenden. Ich wähle mit L hinzufügen Stab, Dimension, Farbe und Namen. Ich wähle nun F für Horizontal und erneut F und erhalte so einen Stab mit zwei Horizontalabschnitten. Eine weitere Möglichkeit bietet die Schneidefunktion beim Einfügen. Ich füge erneut einen neuen Stab ein. Definiere die zwei Punkte und finde nun unten mit C die Funktion Abschneiden und kann die zwei Kanten anklicken und erhalte so gleich die Abschnitte. Diese Funktion ist dann sehr nützlich, wenn es sich bei den Abschnitten nicht um vertikale oder horizontale Abschnitte handelt.